Nach dem Sieg über Shinnok schloss sich Kenshi dem Rachefeldzug Takedas an, die Ermordung seiner Mutter Suchin zu sühnen. Ihre Reise führte sie in eine Höhle, wo sie einen Mann namens Taven befreiten, der in einem Stalagmiten gefangen war. Kenshi erzählte Taven, dass sein Bruder Dagon der Gründer des Assassinenclans Roter Drache sei. Dagon hatte nicht nur Suchin ermordet, sondern auch seine und Tavens Eltern. Gemeinsam belagerten Kenshi, Takeda und Taven die Basis der Roten Drachen. Dagon fiel Kenshis Zorn zum Opfer. Der Mord an Suchin wurde gerecht.